Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Und ja, für uns geht es weiter in die Fischerhütte. Wen sehe ich denn da? Surprise, Motherfuckers! Guten Tag, die Herren. Nach nebenan. Geht schon. Was suchst du hier, Fremde? Unsere Hütte hat nichts zu bieten. Wir haben nichts. Wir wissen nichts. Ich suche jemanden. Zwei Frauen. Die Ehefrau und die Tochter des blutigen Barons. Hier war niemand, Herr. Wirklich? Kam hier keiner vorbei? Die Tochter ist mittelgroß, etwa 20. Ihre Mutter schlank, etwa 40. Gesehen? Die kam doch neulich in der Nacht, oder Mama? Still, Junge. So. Ich will der Frau helfen. Vielleicht ist sie in Gefahr. Der Junge hat nichts gesehen, Herr. Er ist noch ein Kind. War nur ein Traum. Dann soll er mir seinen Traum erzählen. Also, Kleiner, was hast du gesehen? Wer war hier? Papa hat sie abends mitgebracht. Die Dame, die Medizin macht. Sie hatte Angst. Sprach von einem grässlichen Monster und dass sie zurück muss. Wohin weiß ich nicht. Mama und Papa haben sie aufgemuntert, ihr neue Kleidung gegeben. Ihre war zerrissen. Vielen Dank. Wo ist das Mädchen hin? Dein Sohn hat's verraten. Es bringt nichts, sich dumm zu stellen. Du siehst nicht aus wie die Männer ihres Vaters. Weil ich's auch nicht bin. Ich suche Tamara und ihre Mutter. Ich muss wissen, ob sie am Leben und in Sicherheit sind. Tamara ist es, ja. Sie ist zu meinem Bruder nach Ochsenfurt. Aber Frau Anna, das ist eine andere Geschichte. Aber überall ist's besser als auf Krähenfels mit dem Baron. Aha. Weil er sie geschlagen hat, Herr. Die Frau Anna, meine ich. Alle haben's gewusst, aber keiner hat was gesagt. So, wo ist denn Was die ist mit Frau hin? Tamaras Mutter passiert? Es war so. Ich habe in der alten Räucherei gewartet. Mit Pferden. Kalt war's und dunkel. Konnte fast nichts vor Augen sehen. Der Mond stand schon hoch. Doch sie kam nicht. Hab schon gedacht. Ein Dämon hätte sie geholt. Aber dann kamen sie doch. Und wir sind zum Fluss. Dann gab's auf einmal einen Sturm. Dacht schon, der reißt mir die Rübe ab. Und dann diese Mistvögel. Riesenschwärme überm Wald. Haben gekreischt, dass ich aus den Ohren geblutet hab. Frau Anna hat geschrien. Hat sich gekrümmt. Tamara hat sie an den Armen gehalten. Da hab ich's gesehen. Das Brandzeichen auf den Händen. Okay. Was für Brandzeichen? Sie hat, also, wie von einem Brandeisen auf ihren Händen, innen. Brandeisen? Wie bei Tieren? Genau. Aber das waren keine verkrusteten Narben, sondern glühend heiße, als würden sie noch brennen. Okay. Warum Warum hast du ihnen hast du uns geholfen? geholfen? Du hast einiges riskiert. Ich habe Fräulein Tamara was geschuldet. 3 Monde zuvor hatte mein Junge Fieber. Wir dachten schon, er würde sterben. Tamara hat davon erfahren. Versorgte uns mit Essen und Salben. Wir sind bettelarm. Sie hat meinen Jungen gerettet. Kein Zweifel. Ich selbst hätte mich nie getraut. Aber mein Weib hat gesagt, wir leben in einer Zeit von Krieg und Hass. Das Volk geht einen falschen Weg. Wir müssen Gutes mit Gutem vergelten. Wer nichts tut, dient dem Bösen. Du hast eine kluge Frau geheiratet. Ist eine Schande, dass wir Frau Anna nicht retten konnten. Okay, was Na geschah denn gut. dann? Und was geschah dann? Es wurde immer dunkler, als wären die Sterne erloschen. Und auf einmal verstummten die Grillen. Und dann, aus dem Wald, dieses Brüllen. Mir brach der Angstschweiß aus und mein Atem stockte. Da sprang eine Kreatur aus dem Wald, so groß wie eine Scheune, mit Hörnern und 2 glühenden Kohlenstücken als Augen. Dachte schon, das war's. Das Viech griff Frau Annas Pferd an, riss ihm den Kopf ab, trug sie in den Wald. Unsere Pferde, meins und Fräulein Tamaras, erschraken und rissen sich los. Nur deshalb sind wir entkommen. Das Fräulein wollte zurück nach ihrer Mutter suchen. Aber Mama flehte sie an, bis sie davon absah.
sagte, alleine würde sie dort draußen sterben. Okay. Danke für deine Hilfe. Danke für deine Hilfe. Dem Fräulein, dem wird's doch gut gehen, oder? Dafür natürlich. Ich mein Bestes. Okay. Wir sollten zuerst nach Ochsenfurt gehen. Hier trennen sich also unsere Wege. Ich danke dir, Dea. Geh in Frieden. Und weg ist sie. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja gut, wie weit ist das denn bis nach Ochsenfurt? Weltkarte. So. Ochsenfurt? Ochsen? Ist das hier Ochsenfurt? Oh Mann, ich hab doch eine Karte, wartet mal. So, jetzt aber. Da kann ich doch mal eben drauf gucken. Ochsenfels. So, Krähenfels ist hier vorne. Das heißt, wir müssen zum Galgenhügel und dann nach Westen. Also ja, die Richtung stimmt. Das hier ist Ochsenfurt. Ochsenfurt? Ochsenfels? Ochsenfurt. So. Plötze! Wo bist du? Bist du hinterm Haus? Na komm mal her. Na komm! Braves Pferd. Schneller. Okay, wir sollen. Aber ich will doch in die andere Richtung. Ich will doch mit Finde Tamara in Ochsenfurt und so. Naja, wir schauen mal, ob wir das vielleicht hinkriegen. Weil ich möchte eigentlich erst mit ihr sprechen, bevor ich jetzt zum Baron gehe. Und ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht, finde ich irgendwie besser. So, dann reitest du mal bitte weiter. Also dieses automatische Reiten, das hat auch manchmal noch so ein bisschen Probleme, habe ich das Gefühl. Oh, da ist ein ganzes Wolfsrudel. Und wenn wir mal im Gelände ein wenig reiten, muss ja auch mal sein. Boah, ich sehe nichts gegen die Sonne. Warum gab es damals noch keine Sonnenbrillen? oder so eine, wie heißen die eigentlich? Sonnenblende zum Runterklappen. Wow, ganz viele Ghule. Da kriegt Plötze ganz schön Panik. Aber zum Glück sind wir schneller weg, als wir gucken können. So. Dem Sonnenaufgang entgegen. Boah, wir sind auch nur noch 300 Meter entfernt. Aber das sieht doch schon aus wie Ochsenfurt da vorne. Oh, da kommen wir nicht. Kommen wir da echt nicht drüber? Aber ich möchte es auch eigentlich nicht ausprobieren, bevor wir Plötze aufspießen. Ja, sorry, mein Fehler, mein Fehler. So, jetzt sind wir wieder auf regulären Wegen unterwegs. Und auf nach Ochsenfurt. Halt, kein Durchgang. Ist in der Stadt die Pest ausgebrochen oder was? Pest? Nein, wir dürfen niemanden in die Stadt lassen. Befehl ist Befehl, nur mit Passierschein. Okay. Wer hat angeordnet, die Stadttore zu schließen? Angeblich der König selbst. Der will nicht, dass ihm die schöne Stadt von Bettlern und Flüchtlingen vollgepisst wird.
Und wenn man die Leute einfach reinlässt, besteht die Gefahr, dass auch Spione kommen. So ist es schwieriger für sie. Okay. Also, kein Passierschein, kein Durchgang. Von welcher Art Passierschein reden wir? Von ganz normalen Transitpässen. Wer stellt die aus? Was weiß ich? Ich bin nur Soldat. Okay, vielen Dank für deine Info. Bis dann. Du kannst nicht vorbei. Gut, gut. Das heißt, bevor wir nach Ochsenfurt können und hier die Tochter finden können, müssen wir wohl oder übel zum Baron selbst. Was, jetzt kommen wir da auch nicht ran, oder was? What? Wollte gerade sagen, da kommen wir wohl rein. Zählt hier mal kein Mist. Lang lebe Raduvid. Ja, ja, Raduvid lebe geh mir aus dem Weg. Total lang und so. Sehr schön. Dann reiten wir von dannen Richtung Baron. Und dann haben wir eigentlich nichts in dieser Folge geschafft. Wir sind eigentlich nur immer hin und her geritten. Aber na gut. Muss ja auch mal sein, ne? So. Ach, das ist eigentlich ganz entspannt, wenn man einfach so A gedrückt halten kann. Ne, das ist... Läuft. Das Pferd. Also, ne, und so. Uiuiuiuiui. Was haben sie denn hier alles platt gemacht? Das ist ja uncool. Beide Streitmächte griffen an. So, so. Ist aber eine Schweinerei. Lalalala. Aber ich meine, die Landschaft ist echt nice, mal abgesehen von den vielen Galgen, Dingensbummensen, die hier so rumstehen. Ist doch so ganz nice. Ach komm, spring mal. Guten Tag, der Herr. Was ist mit dir? Mach mich los, bevor die Nächsten kommen. Um die werde ich mich schon kümmern. Lass uns doch derweil etwas plaudern. Ich weiß gerne, wen ich losbinde. Hans Verdun, gedient in der 10. Division. Mario. So, so. Weit weg von deiner Armee. Meine Armee gibt es nicht mehr. Die Schwarzen haben sie zerschlagen. Ich konnte gerade noch in die Wälder flüchten. Ich bin zu einer Flüchtlingsgruppe gestoßen. Die Leute wären fast geplatzt vor Patriotismus. Sobald sie erfuhren, dass ich Temerien in der Stunde der Not den Rücken gekehrt hatte, schlugen sie mich nieder, fesselten mich wie einen Truthahn und ließen mich für die Ertrunkenen liegen. Ja gut, komm, wir binden gut, den mal los. Ich helfe dir. Oh, danke. Einen Moment lang war ich fast sicher, dass du mich zum Sterben zurücklässt. Ich würde mich ja gern bedanken, aber ich habe wirklich gar nichts zu bieten. Pech, da muss ich durch. Danke, Hexer. Möge es dir wohl ergehen. Du bist aber ein netter Mann. Und wehe, du enttäuscht mich. Dann bin ich aber böse. Weißt du was, wir folgen dem jetzt einfach mal unauffällig. Und gucken mal, wo der hingeht. Hey Hans, alles klar? Danke, Hexer. Möge es dir wohl ergehen. Bleib einfach mal bei dir, ne? Kann ich den eigentlich angreifen? Na gut, dann nicht. Los, los! Und auf geht's. Ja, ich glaube, das würde den Rahmen sprengen, wenn wir dem jetzt, keine Ahnung, 30 Minuten lang zu Fuß hinterherlatschen.
Vorne sind Ertrunkene, da oben waren Ghule. Uiuiuiuiui. Da möchten wir eigentlich nicht lang. Aber dann gut, dann schauen wir mal, was es hier so gibt. Steck mal dein Schwert weg, bitte. Sodele. Guck mal, da vorne ist ja schon Krähenfels. Ah, schaffen wir das noch in 5 Minuten? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Bumm, gib Gummi. Was ist denn hier für eine Versammlung? Jut, jut. Ach, Leute. Ich liebe dieses Setting. Sieht einfach so cool aus. Gut, gut. Schauen wir mal, dass wir jetzt einmal um die Burg rumreiten. Ist hier nicht der richtige Weg? Wo wollte der uns denn jetzt lang führen? An die Seite, meine Freunde. Der Hexer kommt vorbei. Was ist hier Geschwindigkeitsbegrenzung? Da hält sich doch eh kein Schwein dran. So. Feierabend hier. Ich muss zum Baron durch. Habe Informationen, die seine Familie betreffen. Und dachte er. Oh, das ist ja wundervoll. Diese Kameraführung. Der Meidler bittet den Hexer um einen Dienst. Einen Hexerdienst sozusagen. Wie kann ich dir helfen? Sag es mir. Der Weidler braucht einen Mann ohne Furcht vor dem Bösen. Das Ahnenfest ist nah. Wir müssen Rituale abhalten. Wandernde Seelen werden auftauchen. Und verfluchte Seelen auch. Wir müssen den Kreis vor diesen Wesen schützen. Okay. Was springt dabei für mich raus? Hexer tun nichts kostenlos, das weiß der Weideler. Keine Sorge. Der Weideler weiß auch, wie man jemandem die Hilfe vergilt. Dann werde ich dir auch helfen. Könntest du einen Hexer geben. Wollte das nur vorne... Ich helfe dir. Der Weideler hat gewusst, dass du nicht ablehnst. Es ist an der Zeit, die Leute zu versammeln. Jetzt sofort? Wir müssen über den See fahren, zur Reuseninsel. Doch treffen wir uns im Steinkreis. Alles klar. Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht. Okay, warum nicht? Weißt du, wer ich bin? Der Pferdebursche, den ich aus dem Feuer gezogen habe. Das werde ich dir nie vergessen. Hier, zum Dank. Oh, danke. Ja, guck mal, so ist es, wenn man nett zu den Leuten ist. Man kriegt Aufträge, man kriegt Geld. So gefällt mir das. Aber wisst ihr was, Leute? Ich glaube, ich mache heute schon mal ein bisschen eher Schluss und wir schauen dann einfach, was der Baron so zu sagen hat. In der nächsten Episode natürlich. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Kommentar und oder eine Bewertung da. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Episode. Ich sag einfach mal, bis dahin, macht's gut, haut rein.